Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen 24-Stunden-Video. Becky hat ja sonst keine Hobbys, als sich irgendwo 24 Stunden einsperren zu lassen. Und diesmal bin ich auf Klo. Ja, Leute, ich bin eiskalt auf Klo. Ihr wolltet es unbedingt, ich weiß nicht warum, ihr habt es so oft vorgeschlagen. Ihr wolltet es unbedingt sehen und ja, jetzt bin ich auf Toilette, Leute. 24 Stunden eingesperrt. Also / Badezimmer, weil ich habe hier noch eine kleine Dusche. Aber ehrlich, mein Badezimmer ist so klein. Hier hast du keinen Platz. Ehrlich, alles ist klein bei mir. Alles ist klein. Ich bin klein. Mein Zimmer ist klein. Meine Toilette ist klein. Alles ist klein. Auf jeden Fall, ja, habe ich wieder Bernhard mitgenommen. Bernhard ist wieder am Start, Leute. Habt ihr ihn schon vermisst? Ja, er sieht ein bisschen armselig so halb in der Dusche aus. Aber ehrlich jetzt, ich würde gerne in der Dusche schlafen. Aber ich glaube, ich muss wohl oder übel auf der Toilette pennen, Leute. Im Sitz. Ehrlich jetzt. Ich meine, es geht nicht anders. Es geht nicht anders, weil meine Dusche fängt manchmal an, in der Nacht irgendwie zu tropfen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ehrlich Angst, dass ich da nass werde und meine Decke wird nass, mein Kopfkissen wird nass. Ich habe echt Schiss davor, deswegen sitzt Bernhard nur halb so da drin. Der wird sonst auch nass. Das Schwerste, was würdest du eher, Leute? Was würdet ihr eher? Unter einer tropfenden Dusche pennen oder auf der Toilette im Sitzen? Was würdet ihr eher? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Also ja, ich bin auf jeden Fall derjenige, der eher auf der Toilette pennen würde. Mitten in der Nacht nass zu werden. No way. Und ja, jetzt heißt es chillen hier auf Toilette, Leute. Geil. Für die nächsten 24 Stunden. Es gibt nichts Schöneres. Auf jeden Fall, hier habe ich meine Decke, meinen Bademantel, mein Notebook, weil sonst schaffe ich das einfach nicht mit dem Bearbeiten, Leute. Wenn ich hier 24 Stunden immer abhänge, also werde ich auf jeden Fall bearbeiten. Außerdem killt das die Zeit. Hier habe ich mein Essen gelagert, Leute. Ich war extra noch vorhin bei McDonald's, weil ich habe so Hunger. Ich habe so verdammten Hunger, dass ich mir ein Happy Meal mit einem Burger bestellt habe. Nutella zum Frühstück, ne? Läuft bei mir. Trinken und ja, mein Handy und ich freue mich so auf die Cola. Ich liebe Cola. Ich liebe sie. Aber wenigstens musste ich nicht irgendwie Zahnbürste und sowas mitnehmen, ne? Ja, wenigstens das nicht, Leute. Das habe ich alles hier. Und ich könnte mich theoretisch auch duschen gehen. Aber ich weiß nicht so ganz, ob ich das mache. Das wird hier sonst ein bisschen stickig, weil Leute, ich habe hier kein Fenster. Ich habe hier einfach eiskalt kein Fenster. Das wird auch richtig krass, weil ich werde kein Zeitgefühl mehr haben. Null. Ich werde mir jetzt mein Happy Meal reinziehen. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Thoughts. Boah, ehrlich, Leute, wer hat sich auch immer so gefreut auf ein Happy Meal? Ich habe es geliebt, als ich klein war. Hier ist übrigens Olaf so neben den Reinigern und dem Klopapier und ein Einhorn. Ja, ich habe an alles gedacht. Ich habe ja zwei Cheeseburger. Ich hätte gedacht, ich hätte Nuggets genommen. Hä? Hä? Ich hatte Chicken Nuggets genommen. Warum habe ich jetzt einen Cheeseburger? Deswegen habe ich mir auch extra noch einen Cheeseburger geholt. Was ist das? Warum zum Teufel gibt mir McDonald's noch einen Cheeseburger? Sehe ich so aus, als würde ich nur Cheeseburger essen? Ich will Chicken Nuggets. Was mögt ihr eigentlich lieber? Also ich finde Chicken McNuggets schmecken bei McDonald's einfach am geilsten irgendwie. Ja egal, Hauptsache Essen. Voll so auf Klo essen. Das ist so goals, Leute. Ich stelle mir das nicht schöner vor, als auf Klo was von Mc's zu essen. Aber manchmal komme ich mir echt verfressen vor. Sorry, Leute, aber es ist echt so. Ich liebe Essen. Ich liebe Essen einfach. Übrigens ist ja immer beim Happy Meal das Highlight, das Extra. Aber momentan haben die nur Scheiße. Leute, lohnt sich nicht, denn die haben nur sowas. Aber wenigstens kann ich mir damit die Zeit vertreiben, Leute. Dr. Bibber. Keine Ahnung. Ich wünschte, die hätten solche geilen Figuren oder so Kuscheltiere drin. Warum sowas? What? Was ist das, Leute? Was zu... Die wollen mich doch veräppeln, oder? Ich bin enttäuscht, McDonald's. Ich bin enttäuscht. Was ist das für ein Dr. Bibber? Das ist kein Dr. Bibber. Das ist einfach nur eine verdammte Happy Meal-Tüte. Und ich weiß auch gar nicht, wie soll man das überhaupt spielen? Ey, das geht ja mit Magnet hier. Was ist das denn, Dr. Bibber, ey? Das macht mich jetzt schon aggressiv, obwohl ich das noch nicht mal lange spiele. Ich dachte, das sei dieses Männchen, wo man diese Knochen und so reinmachen kann. In Mini halt. Mann, geh rein, du Ananas! Ziehe die Früchte, Apfel, Ananas, Banane und Erdbeere aus Happys Körper und platziere sie in den passenden Formen in den Ecken des Spielbretts. Habe ich das jetzt falsch gemacht? So. 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 Fertig. Yay! Wow!
Genau, das Spiel hat mich 2 Minuten beschäftigt. Jetzt habe ich wieder Langeweile, Leute. Kein Wunder, warum ich das so schlecht finde. Ich bin zu alt. Ich bin 5. Ich bin zu alt dafür. Ich glaube, ich werde mich ans Bearbeiten setzen. Weil da kriege ich die Zeit einfach rum. Ja, ich glaube, das mache ich. Die Luft wird verpestet sein die nächsten Stunden. Scheiße, ich hätte es rausnehmen sollen. Ich hasse diese Sprühdinger, ehrlich. Ich rieche jetzt auch danach, Leute. Boah, so willst du nicht riechen. Du willst nicht nach diesem Toilettenerfrischer da riechen. No way. Es fängt ja schon richtig gut an. Alter, und ich darf noch nicht mal die Tür öffnen, Leute. Ich kriege keine Luft mehr. Es ist jetzt 17.31 Uhr. Und ich saß, ehrlich jetzt, ich glaube locker 2,5 Stunden. 3 Stunden fast dran. Richtig lange. Aber ich sag dir, mich beschäftigt das richtig lange. Und wenn ich das mache, bin ich richtig konzentriert. Aber ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein bisschen was machen, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen chillen, weil ich brauche immer so eine kleine Pause. Kennt ihr das auch? Ihr könnt nicht einfach so nonstop durchleeren. Das geht einfach nicht. Irgendwie schmecke ich und rieche ich nur diesen komischen Brise One Touch oder... Boah, Alter. Das stinkt. So, Leute. Mittlerweile habe ich mich hier unten hingepflanzt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Netflix gucken. Dann werde ich weiter bearbeiten. Und guckt euch Bernhard hier an. Die arme Sau muss jetzt hier in der Dusche abhängen. Er tut mir schon ein bisschen leid. Aber irgendwie wirkt er heute ein bisschen freundlicher. Ich glaube, er ist mir dankbar, dass ich ihn jetzt dieses Mal wieder mitgenommen habe und nicht so außer Acht gelassen habe. Na, Bernhard, möchtest du dieses Mal was sagen? Nicht? Okay. Wow, so cool hier neben der Toilette zu sitzen und dem Waschmittel und ein paar Putzlappen. Boah, Leute, guckt euch das einfach mal an. Ich sitze hier ernsthaft auf dem Badezimmer-Toilettenboden. Das 24 Stunden, geil. Ja, so lange haben wir jetzt ja auch nicht mehr, aber trotzdem noch die ganze Nacht. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, auf der Toilette zu schlafen. Es ist mir immer noch ein Rätsel. Weil das wird auch nicht gerade so viel bequemer. Aber wenigstens habe ich jetzt diesmal wirklich ein bisschen mehr Platz. Aber ich könnte auch theoretisch auf dem Boden schlafen, aber ich weiß nicht, ob das so lecker ist, Leute. Will man auf dem Toilettenboden schlafen? Ich hatte irgendwie überlegt, mal ein Musical.ly zu machen, aber Leute, wer will ein Toilettenmusical.ly sehen? Keiner, glaube ich. Ich glaube, da sollte ich lieber bei Netflix bleiben und mir irgendeine Serie reinziehen. Ich könnte mir mal wieder ein paar Folgen von Pretty Little Liars reinziehen. Ich liebe diese Serie. Ich könnte die 1000-mal gucken. Wirklich. Egal, ob man alles schon durch hat, man kann sie nochmal gucken. Stimmt, Leute. Ich habe ganz vergessen, meine Freundin zuzuheulen. Ehrlich jetzt, ich hab's vergessen. Vor allem, sie hat selber gesagt so, oh mein Gott, du nimmst das wirklich immer in deine Videos. Und sie hat meine Videos geguckt. Digga, Lan! Ich bin dieses Mal auf Klo, 24 Stunden. Soll ich dir ein Bild schicken? Willst du ein Bild von mir auf Toilette? Nein, keine Sorge, ich schick dir schon keins. Das ist auch wieder abgehackt. Und jetzt gibt's eine neue Forever Alone Party. Bernhard an. So sieht eine Party aus, Leute. Abbruch. Bei Bernhard. Bernhard hat schon aufgegeben, Mann. Er ist schon durch. So, Leute. Es ist jetzt 21.55 Uhr schon. Hä, wie schnell ist die Zeit vergangen? Ich bin voll überrascht. Ich dachte, die Zeit geht nicht so schnell um. Naja. Aber Leute, nicht wundern, es wird die ganze Nacht über hier auch hell sein. Also auch wenn ich schlafen gehe, weil ich kann das Licht nicht ausschalten. Ich hatte die Auswahl zwischen entweder komplett im Dunkeln oder hell. Und ja, weil hier abgeschlossen ist, kann ich nicht draußen an den Lichtschalter, Leute. Also habe ich mich für hell entschieden. Auch wenn das echt komisch sein wird zu pennen im Hellen. Ich kann das so gar nicht, wenn das so arg hell ist. Bernhard liegt immer noch gemütlich in der Dusche. Ich werde jetzt noch ein bisschen bearbeiten, ein bisschen Serie gucken und dann nachher schlafen, Leute. Ja. Geil, ich freue mich schon mega drauf. Licht. Hi. Die hier einfach so mega auf dem Klo chille. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Gott sei Dank gibt es Klodeckel, Leute. Sonst könnte man sich nicht auf seine Toilette setzen. Ich hoffe, die bricht jetzt nicht. Ich hoffe, die bricht jetzt nicht zusammen. Ich will nicht wissen, wie viel ich zugenommen habe durch diese ganzen 24-Stunden-Videos. Oder abgenommen. Könnte auch die mega geile Diät sein, Leute. Ich weiß es nicht. Ich wiege mich irgendwie gar nicht.
Ey, das ist gerade purer Luxus für mich, Leute. Ich hatte die anderen Tage nur Scheiße. So, ich werde jetzt meine Zähne putzen und danach werde ich pennen, Leute. Es ist schon 23.43 Uhr. Gammelklamotten zum Schlafen an und mein geliebter Bademantel, Unicorn-Bademantel, wieder mal am Start. Aber ehrlich jetzt, ich liebe in dem zu pennen. Er ist so schön warm, auch morgens. Jetzt fängt der Spaß an, Leute, irgendwie zu schlafen. Ach nö. Wie soll ich auf Toilette schlafen, Leute? Wie soll das gehen? Wie soll ich das Kissen benutzen? Bei mir ist ja die Spülung. Leute, wie soll ich auf Toilette schlafen? Ich werde bestimmt abrutschen in der Nacht. Oder das Ding fängt wieder an zu sprühen. Zwölf Sekunden später. Leute, mit dem Licht zu schlafen ist so schwer. Es ist jetzt 3.46 Uhr, Leute. Ich bin so K.O. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie weiter zu schlafen. So vielleicht. Ja. Ich bin einfach K.O., Leute. Auf dem Klo zu schlafen ist echt ungemütlich. Ich habe ernsthaft überlegt, auch in die Dusche zu gehen. So wie Bernhard. Der liegt da immer noch. Er hat es am besten. Er hat es am gemütlichsten gehabt, aber ehrlich, ich habe das schon ein bisschen tropfen hören. Ich glaube, da kam was runter, Leute. Auf jeden Fall ist es jetzt... Boah, es ist sau früh. 7.47 Uhr. Warum so früh? Ich kann nicht gerade funktionieren, sorry. Ich kann gerade nicht funktionieren. Boah, werd wach, Becky, werd wach. Ich fühle mich gerade wie so ein Zombie. Ihr kennt das bestimmt alle, ne? Wenn man morgens aufstehen muss und man hat keinen Bock zu. Vor allem so früh morgens, Motivation voll für einen Eimer. Nee. Oh, wenn du morgens einfach keine Lust hast und nicht funktionierst. Machen wir uns Frühstück! Toastbrot! Mit, Leute, jetzt halt euch fest. Nutella! Ja, kommt jetzt rauf. Im Stehen so auf der Toilette. Und Leute, es riecht immer noch nach diesen Toilettenerfrischern, ne? Ich check's nicht. Wie kann das so lange riechen? Oh, ich bin das. Ich weiß es nicht. Aber ich schmier mir jetzt ein Nutella-Brot. Boah, manchmal finde ich Pretty Little Liars richtig creepy, ey. Ohne Scheiß, das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Das ist so Psycho. Und man will unbedingt wissen, wer A ist. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich meine Zeit rumbekommen soll hier in der Toilette. Es ist so langweilig. Vielleicht lege ich mich hier zu Bernhard in die Dusche. Ich hoffe, da kommt jetzt wirklich kein Wasser runter. Vielleicht mache ich ein Nickerchen hier. Könnte ich eigentlich machen. Er ist voll bequem, ohne Scheiß. In der Dusche mit einem Bernhard. Geht voll klar. Ich hätte vielleicht doch hier pennen sollen. Vielleicht hätte ich es riskieren sollen, Leute. Warum habe ich es nicht getan? Aber hier ist er ein bisschen irgendwie, glaube ich, nass geworden. Egal. Leute, ich chill jetzt noch ein bisschen hier. Ich bin raus, Leute. Ich einfach mal liege. Ich bin wieder zurück vor meinem Nickerchen. Boah. Wie lange haben wir noch? Es ist jetzt 12.29 Uhr. Boah, die Zeit kriegen wir auch noch irgendwie rum. Boah, warum bin ich so gelb? Alter, ich bin so gelb wie ein Simpson. Was ist das? So, was könnte ich denn machen? Ich könnte eigentlich mal zählen, wie viele Blätter eine Klopapierrolle hat. Damit würde ich echt die Zeit rumbekommen, ohne Scheiß. Ich glaube, das mache ich jetzt, Leute. Mal gucken, wie viele Blätter es sind. Okay, fangen wir mal mit Blatt Nummer 1 an. Blatt Nummer 2. 3, 4, 7, 8, 9. Leute, ich hab's fertig gezählt. Die Toilettenrolle ist leer. Das hat mich mega beschäftigt. Das sind 200 Blätter. Leute, hier ist ein Batzen, da ist ein Batzen, da ist ein Batzen. Jetzt haben wir tausende einzelne Toilettenpapier. Das ist alles in einer Rolle Toilettenpapier, Leute. 200 Blätter. Das haben wir jetzt auch mal geschafft. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch übrig? Es sind noch 21 Minuten. Wow, dann kann ich endlich raus, Leute. Ich habe null Zeitgefühl hier drin. Null. Boah, nee, ey. Auf jeden Fall habe ich meine Zeit aber sinnvoll genutzt.
Boah, jetzt irgendwie noch die letzten Minuten rumbekommen. Bernhard guckt mich schon wieder so komisch an, Leute. Ich fühle mich beobachtet. In sein Gesicht. So gruselig, Mann. So, Leute, es ist jetzt 14 Uhr. Seht ihr das? Und ich werde mir jetzt meinen Bernhard schnappen und rausgehen. Boah, 24 Stunden hier drin zu sein. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich Tageslicht sehe, Leute. Ich will es echt nicht wissen. Oh mein Gott. Ja, lasst mir unbedingt ein Like da. Sprengt den Like-Button und die Kommentare mit dem Klo-Emoji dieses Mal. Und apropos, Leute, 24 Stunden. Meine beste Freundin hat auch einen Kanal. Und sie hat auch ein 24 Stunden hochgeladen. Aus Amerika, Leute. Wie geil ist das einfach mal? Checkt sie unbedingt aus. Hinterlasst ihr ein Abo. Und liked ihr Video, Leute. Sie würde sich so sehr darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich habe euch so, so doll lieb. Ciao.